Hallo und herzlich willkommen, liebe Freunde, ich bin Marcel von eGames und wir spielen weiter. Baldur's Gate 3, so, und es geht weiter. Wir wollen uns jetzt heute mal anschauen, ob wir Carla finden. So, ich hoffe, die Truppe folgt mir. Ganz unauffällig natürlich. Sehr gut. Sehr, sehr gut. Gut, mal überlegen, wie müssen wir da jetzt hin? Gehen wir da nach hin oder gehen wir da lang? Oh, oh, wie haben wir denn da? Wen haben wir denn da? Gnollfleischfresser, okay. Gut, dann müssen wir mal schauen, ob wir die denn jetzt hier so ganz easy bekämpfen können oder nicht so easy. Okay, ich würde sagen Astarion. Wo bringen wir dich denn hin? Wir lassen dich erstmal hier stehen. Ach, die schießen auch noch. Immer Vastarion, das ist echt immer dasselbe. So, Schattenerz. Müssen wir gucken, ob wir die irgendwo hier... Erstmal 80%. Komm, einmal können wir es mal aus. Hier mal auf jeden Fall mal durchziehen. Das war gut. Boah, was? Fehlschlag. Ach, so ein Schmarrn, ey. Echt. Dann machen wir erstmal den. Dann ist der schon mal weg. Ja, da kommt sie locker hin. Die hat's zerfetzt gerade so richtig. Thank you.
time to pack it in for the day, I think. So, dieser Brief, werde herausgeben, ich halte für, nein, für diabolisch, dass sie ja die lächerlichen falschen Tiere im Ballus können. Kein Tier, okay. So, Herr Steif hat sich da über irgendwas aufgeregt. So, was ich nochmal gucken wollte, eigentlich, wollte ich nochmal schauen. Unter Alchemie. Habe ich das nicht gehabt eigentlich? I'm ready. Habe ich das eigentlich gehabt? Ja, okay, mir fehlen die Zutaten dafür. Ist aber, glaube ich, nicht so weiter schlimm. So. Wir kommen ja da in Richtung Karlach. Nee, da gehen wir ein bisschen verkehrt. Wo geht das denn hier hin? Ach, das ist diese Höhle. Okay, ich verstehe. Das war die Höhle. Okay, hier wird gespeichert. Aber Karlach ist doch hier. Mein Gott. So. Also können wir jetzt auf jeden Fall mal platzieren. Fünfundachtzig. Ich weiß nicht, ob das so geil ist. Hear that? Someone's fighting the gnolls. We should help. Don't be a fool, lad. Shut your mouth and keep your head down. Leave the heroics to them that don't value their own skin. Feiglinge! Ihr dämlichen Feiglinge, echt? Okay, Astaro ist gleich platt. Oh mein Gott, wie viele sind denn hier? Das ist natürlich jetzt nicht so mega viel. Wir sollten erstmal den Bruder mal ausschalten, was natürlich so überhaupt gerade überhaupt null funktioniert. Ich muss ja nach oben. Okay, Astarion ist schon mal hin. War ja auch nicht anders zu erwarten. Warte mal, sie kann das auch nicht machen. Warum? Wirklich, den Typen hier Platz zu machen, wird wirklich nicht sehr easy, glaube ich.
So, ich habe keine Ahnung gerade, wo sie hingehen kann. On I go. So, versuchen erstmal nach oben zu kommen. So. Sie hier. 70%. Was? Bitte? Alter, der ist richtig hardcore, der Typ. Boah, das ist ein krasser Kampf jetzt. Tatsächlich echt mega krasser Kampf. The shock of psychic pain, the pack leader's mind clamps onto yours. You see yourself through her eyes, a pulsing red cluster of organs. Feast. No. The voice has forbidden this meat. Knowles see your whole world as a meal. This voice is acting as a leash, but it won't hold them for long. As the symbol glows, power courses through you. Authority. Also eigentlich eine 2 zu würfeln ist unmöglich, das nicht zu schaffen. Deep in the chaos of her mind, something responds to your command. A tadpole. It is the source of the voice. She will obey it. She will obey you. A shiver runs across your mind. You feel sated. No one back home will ever believe this. Okay. Wie strange gerade. Moving in. Survivors wasn't enough to satisfy her. Das ist gut. Die Kontrolle über und sie. Okay, kriegen wir es hin? Boah, 15er zu werfen ist schwierig. Aber nicht unmöglich, Freunde. Bin ja sehr gespannt. Ich speichere einmal noch. Puh! Alter! Sensing your presence, the Knoll's tadpole writhes in ecstasy, echoing your command. Its host will feast on Knoll flesh to control the hunger, to keep her teeth from your throat. Das ist so geil, echt. Das ist so geil. Okay, du solltest vielleicht. Ja, ist ja völlig egal jetzt gerade. So, du gehst einmal bitte. Step quick. Bisschen in Deckung. Ja, trink mal ein. Also, ich muss mal gucken, was ist näher.
on the move. So, wir können uns da voll rein gerade. Dann gucken wir mal, was passiert. Natürlich, immer was Tarion, ey. Immer auf ihn. Sehr gut, sehr geil. So. So much for peace. Nachteil, Nachteil, Nachteil. Warte mal, ich kann mir mal Folgendes machen. Auch hier hoch. Okay, Asylum ist eh platt. Ach, hier ist noch so ein Pundi. Ja, warte mal, den kann ich vielleicht hier runterstoßen. Yes. Ach, der lebt auch noch hier. Okay. I am Fury. I am Death. Ja, das wäre natürlich am besten. Wir spannen uns mal die Kräfte. Wo schießt er denn? Oh Gott, immer auf den Typen, ey, echt. Ja, okay, können wir mal das hier noch machen. Komm, der hat noch 10. No choice but to keep going. She is still ravenous, her mind a hungry pit. The flesh of her pack wasn't enough to satisfy. War so zu erwarten. Wir befinden die anderen Leute zu fressen, wenn wir befinden wir zu verschwinden. So, jetzt machen wir die Klappe. Was? Was? 20 verloren. Oh mein Gott. Ignis!
Warte mal, wir gucken mal, ob wir irgendeine coole Rolle haben. Ja, irgend so ein Feuerblitz, brennende Hände. Was zum Henker? Was habe ich denn jetzt gemacht? This is worth the cost. Manu. Das hat ihm wehgetan, glaube ich. Das war's. Can't give up. Survival is all that matters. There's an illithid parasite in that corpse. You should take a look. Anything of use? Trifft er mit der Waffe einen Gegner? Okay. Trifft er mit dieser Waffe? Best to make camp. Eigentlich ist wieder alles hier Schrott, aber... Oh, hier haben wir eine Kiste. Boah, Schwierigkeitsgrad 20, Alter. Das ist, glaube ich, echt schwer. Okay. Das hat natürlich nicht geschafft. Okay, erneut würfeln. Nee. Können wir noch einmal Inspiration einsetzen? 6, komm, Freunde. Okay, ich lade nochmal. Will ich hier natürlich nicht zu viel verballern an meinen Ressourcen. Coole Kiste. Wie kriegen wir die auf? Wie bekommen wir die auf? Ey, das ist fast unmöglich, die 20 zu würfeln. Das ist ja wirklich... Einmal machen wir noch so. Siebzehn! Boah. Knapp, aber geschafft. Cool. Stufenaufstiege. Sehr gut. Leuchtende Flasche. Flasche, die Freunde und Feinde enthalten kann. Okay. Very well.
kann ich nicht hier. Okay, jetzt. I really thought Shadowheart and Lazelle might fight to the death over that artifact. A pity. It would have made for a fine night's entertainment. Okay. Ich habe eine Truhe. Nicht erreichbar? Wieso? Ach so, warte mal, ich kann doch jetzt eigentlich... Giftwolke, ja, die soll der eigentlich gleich verfliegen, oder? Immer dieses Knacken hier. Jetzt ging der 17, also Freunde, ehrlich. So voll extra gemacht. Griff der Vernunft, okay. Ich habe keine Ahnung, ob einer von meinen Leuten da so rüberspringen kann. Ah, der kann das. Wow. Easy. Easy. Okay, wie viele Boni hat er denn bitte? Ist krass. Bam, 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 bam. Bam. Mega krass. Pfeil dran, okay, Gold, sehr gut. So, wir gucken mal weiter. Holzfässer. Sonst ist hier nichts mehr. Wir müssen nach oben kommen, Freunde. Aber irgendwie zu hoch, ja, genau. Ach, das wollte ich noch gar nicht machen. Das wollte ich eigentlich noch gar nicht machen. Klassenmitfalle. Das wollte ich noch gar nicht machen. So, ich muss jetzt noch überlegen, wie komme ich jetzt weg? Kann man da irgendwie...
Okay, also was ich gesehen habe, Lizelle irgendwie kann da richtig gut springen. Enough waiting. I crave blood. Without delay. Ja, und ihr Vögel kommt natürlich ja nicht rüber. Oh mein Gott. Ihr habt auch nicht mal hier Power. Oh, that helped. So, und der Gute hier kann das auch machen. Nein! Ach komm, Freunde, nicht! Another step forward. Ah ja, ich bin überladen. Das ist natürlich wieder super. Das ist natürlich wieder super. Ich habe keine Ahnung, was man mit dieser Flasche machen soll. Hm. Das kann weg, das kann weg. Das ist eine Waffe, ne? Kannst du nehmen, das kannst du nehmen. Okay, das ist besser? 3 bis 6 Schaden? Ja, 2 bis 7. Okay.
Ein Weidenkorb. Okay, verfaulter Pelz braucht man nicht. What's in here? Ja, gut, das kann man nehmen, das ist aber auch echt. Wieso kann ich da nicht gehen? I don't think there'll be any more trouble between Lazelle and I, if you were wondering. We can all sleep easier now. Relax. Someone prodding at a newly opened wound doesn't help matters. So, genug geredet. Wo bin ich denn hier? Okay, ich bin da lang gegangen. Ah, okay, jetzt gehen wir so und so rum. Okay, ich verstehe. Oh mein Gott! Okay, ich glaube, wir müssen gleich ins Lager. Auf jeden Fall. Holzkiste. Ich komme hier nicht rüber, ne? Ich komme hier nicht rüber. Also aber so nicht offiziell. Vielleicht so. Und bringt das natürlich den anderen nichts. Okay, vielleicht da oben. Puh, gut, dann würde ich sagen, ich lass mal ihn hier. Mit der restlichen Truppe. Müssen wir nochmal hier rüberlaufen. Ah, hier kann man Leiter nach oben. Wie kommen wir denn da hin? Kommt man da hoch? Nee, nicht genug Platz. Würde man da hinkommen? Nee, das macht gar keinen Sinn. So, wir gehen einfach mal herum und dann treffen wir uns da, glaube ich, wieder. Gott, ist alle schon tot, ey, echt. So, ich speichere einmal ab. Gucken wir mal, ob das funktionieren wird.
So, ich müsste hier... Hier ist man tot? Ich bin, glaube ich, verkehrt gegangen. Achso, ich bin da. Wo sind wir hier? Meine Güte. Ach, hier ist unser Mann. Hier. Okay, moin. Guten Tag. All's well that ends. Not as bad as it could have. So, dann würde ich sagen, wir gehen jetzt mal ins Lager, weil das macht so gar keinen Sinn. Ich bin ja schon. Alle sind komplett fertig. Alle sind komplett durch. You recognize the feathered creature. It's the owlbear cub you rescued. The cub's eyes lock onto the food in your hand. The creature gulps the food down. It seems he hasn't eaten in some time. Careful. Once that thing's eaten through the camp, it might start looking at you hungrily. I'm not chasing after it, if that's what you're thinking. So, alle wieder erholt. Ich kann mal Wolle fragen. Ah, my God! Quite the cozy setup you have here. I'll just make myself comfortable. Thank you. Okay. Need to find a way forward. So, das war nämlich die wunderschöne, die Stiegstraße. So, wir waren hier, glaube ich. Okay, das war wirklich schon so ganz im Norden. Sind hier lang, dann hier, glaube ich. So. Wenn wir jetzt hier gehen, dann kommen wir direkt zu Karlach. Würde ich mal behaupten. So, das würde ich aber tatsächlich erst in der nächsten Episode machen. Wir machen nochmal hier die Parasiten. Okay.
Deine Angriffe bewirken ob sie Schaden. Wow. Muss man das hier machen? Okay, kein Plan, ob das jetzt gut war oder nicht. Das werden wir tatsächlich erst in der nächsten Episode erfahren, wenn wir wieder irgendwo kämpfen. Wieso ist ja so ein Kreis? Ah. Die Klinge der Grenzen. So. Dann würde ich sagen, das machen wir in der nächsten Episode. Ich danke euch fürs Zuschauen. Hinterlasst gerne, da bin ich auch wieder, ein Abo, ein Like. Und dann bis zum nächsten Mal. Ciao.